Willkommen zu meinem Jahresrückblick, wie ich ihn jedes Jahr mache, in einfach mal ein schönes Uncut-Video, wo ich einfach mal laber, was mir so schönes durch den Kopf geht. Tatsächlich ganz kurze Fun-Story dazu. Der Grund, warum das immer Uncut ist, ist ganz einfach. Ich habe das in dem ersten Jahr, wo ich diesen Kanal hatte, angefangen. Und ist mir einfach eigentlich gedacht, das wäre doch eigentlich geil, so ein kleines Rewind-Video zu machen. Und ich hatte aber nicht mehr die Zeit, das zu schneiden. Und deswegen war das erste Mal, wo ich das gemacht habe, Uncut. Und dann habe ich das irgendwie einfach beibehalten, so ein bisschen. Perfekt, Digga. Ja. Mein 2020, ich glaube, ich kann vieles Negatives anmerken. Ich glaube, alle wissen inzwischen, dass es Corona gibt, mit Ausnahme von diesen Idioten, die es leugnen. Aber alle Leute, die nicht komplett geistig behindert sind, wissen, dass es Corona gibt. Ich glaube, das ist eigentlich erstmal auch genug. Obwohl, eigentlich nicht, aber trotzdem. Sagen wir mal, ich hoffe einfach, dass ich keine Corona-Leugner bei mir auf meinem Kanal habe, weil, keine Ahnung, denen ist wahrscheinlich mein Humor auch einfach 4 Nummern zu hoch oder so. Mein 2020, ich meine, ich kann halt jetzt auch erstmal erklären, ja, und Corona und alles scheiße, aber ich werde jetzt einfach mal Corona außen vor lassen, beziehungsweise, warum Corona scheiße ist, sollte, glaube ich, inzwischen jeder wissen. Aber ich muss sagen, außer Corona jetzt, war es eigentlich ein ganz geiles Jahr für mich sogar. Ich habe am Anfang des Jahres, war halt alles noch normal. Ich glaube, das an die Zeit können sich vielleicht noch manche so ganz blass erinnern, die Zeit vor Corona. Für mich war es eigentlich ein ziemlich geiles Jahr zu Beginn. Karneval feiern, also ich wohne in der Region, wo Karneval gefeiert wird. Das ist ja eigentlich so größte Teil von NRW so. Und dementsprechend hatte ich ja auch so, war ich auch ein bisschen feiern an Karneval, war echt geil. Und ich habe so eine Faustregel, wenn ich am nächsten Morgen immer noch besoffen bin, dann war es halt ein guter Abend. Ja, und das hatten wir dann irgendwie so vielleicht rein zufällig. Also es war ziemlich lustig an sich erstmal. Dann kam Corona und da möchte ich immer nochmal ganz kurz Props an eine meiner Lehrerinnen. Einfach mal Props, sie hat gesagt, dass nie im Leben die Schule wegen Corona zumachen wird und dass das alles Bullshit ist und dass es niemals passieren wird und sonst was. Da einmal ganz kurz Props für die nice Prediction. Aber tatsächlich muss ich sagen, war die Zeit an sich ziemlich entspannt. Wir hatten im Grunde genommen zwei Zeiten, nenne ich es jetzt mal. Eine Zeit lang mussten wir unsere Aufgaben einschicken, die wir bekommen haben. Und eine Zeit lang mussten wir das aber auch nicht machen. Und die Zeit, wo wir das machen mussten, war ich leider krank, hatte einen Attest und musste in der Zeit aber trotzdem meine Facharbeit schreiben. Was ziemlich geil war, weil wenn es dir so gerade besser geht und du dann einen Tag lang an der Facharbeit arbeitest und dir es dann am nächsten Tag wieder absolut scheiße geht, ist nicht so Premium tatsächlich. Aber hey. Und dann hatten wir halt im Grunde genommen die zweite Zeit, nenne ich es mal. Da mussten wir keine Aufgaben abgeben. Da war ich wieder gesund, hab für die wichtigen Fächer was gemacht, also sowas wie LK habe ich natürlich irgendwie schon so ein bisschen was gemacht. Aber halt, war trotzdem entspannter als normaler Schulalltag mit Klausuren und Hausaufgaben und Unterricht und vor allen Dingen in jedem Fach Unterricht und nicht nur in ein paar Fächern. Und ich werde jetzt hier verrecken. Perfekt. Und vor allen Dingen hatte ich dadurch endlich mal mehr Zeit für andere Sachen. Und mit mehr Zeit für andere Sachen meine ich, ich habe angefangen zusammen mit Paul zu streamen und dann kam für GTA-Streams irgendwann Jonas noch dazu. Und ich muss sagen, das war eine ziemlich
entspannte und vor allem ziemlich geile Zeit, weil es macht richtig Bock, mit Paul und mit Jonas zusammen was zu machen. Es konnten nicht beide immer, aber es macht auch Bock, mit Paul was zu machen. Es macht Bock, was mit Jonas so einfach so auf chillig was zu machen. Ich muss sagen, das war halt ziemlich geil, weil klar, Corona, Ausgangssperren, hier, da, tralala. Es war nervig, beziehungsweise es gab ja keine richtigen Ausgangssperren in Deutschland, nur in Bayern. Das zählt ja nicht zu Deutschland. Zumindest, ich glaube, dass es die nur in Bayern gibt. Vielleicht gab es sie auch woanders, aber bei uns gab es sie nicht. Sagen wir es mal so. Und da, es war trotzdem ziemlich entspannt, weil ich habe mit Paul und Jonas gestreamt. By the way, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, dann holt das doch sehr, sehr gerne nach. Dann verpasst ihr keinen Stuff mehr. Wobei, auch, obwohl das mit dem Stream unglaublich viel Spaß gemacht hat, obwohl ich das wahrscheinlich nicht ohne Paul, vor allen Dingen nicht ohne Paul, aber auch nicht ohne Jonas wahrscheinlich in der Art durchgehalten hätte, gab es dabei halt auch trotzdem so Downsides. Ja, eigentlich immer. Zum Beispiel muss ich sagen, das ist etwas, was ich schon seit längerem oder schon öfter mal gesagt habe, was sich aber leider nicht geändert hat, auch wenn ich darauf gehofft hatte, ist, dass ich es unheimlich schade finde, dass ich teilweise wirklich an Videos, zum Beispiel an den Streaming-Highlights mit Paul und mit Jonas, die unglaublich geil, die unglaublich lustig geworden sind, habe ich über 35 Stunden, circa 40 Stunden plus minus, ich weiß nicht, vielleicht waren es 38, vielleicht waren es 41, aber irgendwie so circa 40 Stunden dran gesessen, und ich finde es halt dann schade, dass das halt irgendwo, vor allen Dingen sage ich, lasst bitte einen Kommentar da, und ich meine, einen Kommentar da zu lassen ist für euch halt kein Aufwand, so, das kostet euch vielleicht eine halbe Minute, und dann finde ich es halt manchmal echt sehr schade, wenn halt keine, im Grunde genommen keine Resonanzen auf die Videos kommen. Das wäre eine meiner größten Hoffnungen, sage ich jetzt mal. Es würde mich unglaublich freuen, wenn wir das 2021 ändern können. Aber das hängt an euch, und ich meine, ich könnte mich jetzt hinsetzen und mich den ganzen Tag drüber abfacken. Aber davon würde es auch nicht besser werden, von nichts kommt nichts. Deswegen, ich kann versuchen, es zu ändern. Ich kann euch sagen, dass ihr mir eine große Freude damit machen würdet. Ob ihr es dann tatsächlich macht, ist natürlich eure Sache. Komm, fuck. Aber an sich war es halt ziemlich entspannt, diese Streaming-Zeit. Dann hat irgendwann der Präsenzunterricht natürlich mal wieder angefangen. Tatsächlich habe ich sogar schon in der Schulzeit mit Daily-Videos angefangen. Und man muss jetzt mal dazu sagen, dass ich fast alles, was ich in der Zeit hochgeladen hatte, fast alles, was ich in der Zeit hochgeladen hatte, vorproduziert war. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich in der Schule einfach, ich habe vorne und hinten nicht die Zeit, tägliche Videos in der Schulzeit hochzuladen. Zumindest keine, die geil gemacht sind. Und wenn ich was hochlade, dann möchte ich hinter dem Video hinterstehen. Und halt, das kann ich halt in der Schulzeit zeitlich leider nicht machen. Und das hat man auch gemerkt, glaube ich, als bei mir jetzt wieder nach den Sommerferien die Schule angefangen hat. Aber in den Sommerferien erstmal habe ich Daily-Videos gemacht. Vielleicht können sich ein paar daran erinnern. Habe tatsächlich viel mehr CSGO als sonst gemacht wieder. Aber tatsächlich war es ziemlich durchmischt, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, da war für jeden irgendwie was dabei, was ich auch geil fand. Und ich bin tatsächlich auch gerade in den Sommerferien wieder ich mache, was ich will. Und wenn ich CSGO machen will, dann kommt halt CSGO. Und wenn ich COD machen will, kommt COD. Und wenn ich GTA machen will, kommt GTA. Und wenn ich Minecraft machen will, kommt Minecraft. So diesen Style habe ich halt so wieder. Habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht in den Sommerferien. Und ich muss sagen, damit war ich auch ziemlich zufrieden.
Ja, dann, was auch noch geil war in den Sommerferien, ich bin zu Paul gefahren. Ich habe Paul tatsächlich im Real Life seit 2 Jahren zu dem Zeitpunkt nicht mehr gesehen gehabt. Und das war echt geil. Dazu habe ich theoretisch einen Vlog, theoretisch fast fertig, nur ich muss die ganze Zeit irgendwas auf Pauls und mein Gesicht tracken. Und das ist so verfickt viel Arbeit, weil Motion Tracking, zumindest habe ich so in After Effects ausprobiert, Motion Tracking in After Effects kannst du komplett in eine Tonne kloppen. Da funktioniert gar nichts gefühlt. Beziehungsweise hat er ganz andere Pläne als ich. In Sony Vegas, das Motion Tracking verstehe ich einfach nicht und Final Cut hat keins. Das heißt, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist es manuell zu machen und irgendwann wird vielleicht der Vlog kommen. Ich fand, der ist eigentlich ziemlich geil geworden, deswegen will ich auf jeden Fall, dass er kommt. Ja, aber auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr. Genauso wie der USA-Vlog. Den USA-Vlog hatte ich eigentlich mal irgendein Abo-Goal gesetzt, wann der kommt. Kann ich mich aber selber schon nicht mehr dran erinnern. Das heißt, der kommt wahrscheinlich, wann ich irgendwann Bock drauf habe. Weil so wie meine Abos nach oben gehen in letzter Zeit, sieht es eh nicht aus, als würde ich allzu schnell irgendein Abo-Goal knacken. Ja, dann im Sommer, da hat man nur was in Form von Instagram-Stories bei mir mitbekommen. Aber war ich auf jeden Fall mit ein paar Freunden über ein Wochenende weg. Alles Corona-konform, möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen. Und ja, das war auch ziemlich geil. Also, ich muss halt wirklich sagen, auch wenn 2020 viel beschissene Sachen an sich hatte, es hatte auch ziemlich viele geile Sachen, wie ich fand. Ja, dann waren halt irgendwann. Und ich möchte mal ganz kurz eine Sache, möchte ich mir einmal ganz kurz nochmal auf die Schulter klopfen. Nämlich habe ich es geschafft, selbst im Urlaub Daily-Videos zu machen. Also das war für mich weniger Urlaub als eine, oh, ja, eine, oh, wie heißt es, eine Arbeitsreise oder wie man das auch immer nennt, eine Geschäftsreise, so, das habe ich gesucht. Also es war für mich mehr Geschäftsreise als irgendwas anderes, weil ich tatsächlich recht viel im Urlaub schneiden musste, damit ich Daily-Videos machen konnte. Aber es waren trotzdem geile Videos. Ja, dann ging die Schule wieder los mit Maskenpflicht im Unterricht. Ey, ich habe so gekotzt, Digga. Ich habe so viele Fehlstunden am Anfang gesammelt, weil ich halt echt oft. Ich bin jemand, ich bekomme Kopfschmerzen von den Masken und ich bin halt davon ausgegangen, dass sie das wegmachen. Aber Digga, ich bin davon ausgegangen, dass sie die Maskenpflicht wegnehmen. Was haben die gemacht? Selbst bei Klausuren Maskenpflicht, klar, Digga. Wenn ich meine Abi-Klausuren mit Maske schreiben muss, ja, ich weiß nicht, ich muss dann irgendwie Prinzip, einfach aus Prinzip irgendwem eine reinhauen. Ich muss mal rausfinden, wer das sein wird. Aber Bro, jetzt mal seriously. Maske bei Sport und Klausuren, nee. Also das ist wirklich so der Punkt, wo ich sagen muss, nee, nee, da bin ich halt fucking raus. Und da muss ich sagen, finde ich es geil, dass man auch absolut die Wahl hat, vor allen Dingen in Sport. Vor allen Dingen in Sport finde ich es halt unheimlich extrem. Zumal die Maske von innen super schön verschwitzt wird, was fast nicht ekelhaft ist. Und tatsächlich, wenn die Masken nass sind, dann bringen die tatsächlich nichts mehr. Dann verlieren die ihren Effekt. Und das passiert jetzt, wenn man die Maske voll schwitzt. Ja, gegebenenfalls passiert das dann halt. Aber hey, ich will gar nicht in Frage stellen, was die Regierung macht. Man sagt ja immer so mehr oder weniger, man könnte das besser, einfach nur weil man richtig abgefuckt ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich wirklich was Besseres hinbekommen hätte als die ab. Ja, so viel dazu. Dann, ja, an sich hat sich dann 2020 ab da eigentlich nur noch gezogen, so. Wir hatten jetzt eine Woche Online-Unterricht, was richtig gut funktioniert hat. Ich möchte nochmal Props an einen Lehrer, der hingegangen ist, Videokonferenzen für 8 Uhr um 8 Uhr angekündigt hat. Holy shit, Digga, das ist Pfeifett. Ich persönlich kündige tatsächlich Videokonferenzen für 8 Uhr einfach mal um 8:30 Uhr an. Aber also wirklich teilweise, was meine Lehrer da technisch mäßig veranstaltet haben. Kein Plan, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ja. Aber an sich war mir schon vorher klar, dass das nichts werden kann.
so technisch begabt, wie manche meiner Lehrer sind. Aber ich meine, es hat halt, wie gesagt, es hatte nicht alles nur was Negatives an sich 2020. Ich habe ein paar neue Leute kennengelernt. Ich habe viel mehr mit Leuten gemacht, mit denen ich halt eine Zeit lang nicht allzu viel gemacht habe. Also es hatte auch was Positives an sich. Ich habe ein paar Abos gemacht. Das freut mich natürlich, sowas freut mich natürlich immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sehe, dass ich einen neuen Abonnenten habe. Also, ja, also wie gesagt, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, ich habe gesehen, dass verhältnismäßig unheimlich viele Leute mich nicht abonniert haben. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt den Stuff und so, das Übliche. Ihr wisst, wie es geht. Und ja. Ich glaube, das war es dann eigentlich auch wieder. An alle, die das jetzt sehen, schreibt, wenn ihr bis hier gesehen habt, schreibt mal bitte Hashtag 2021 in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, wie viele mein Video bis hier geschaut haben. Also schreibt es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr das bis hier geschaut habt. Hashtag 2021. In der Hoffnung, dass 2021 ein bisschen besser wird. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr kein Corona hattet bisher, dann seid einfach mal dankbar dafür, weil ich hatte es auch noch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht sonderlich scharf drauf, es zu bekommen. Und ich glaube, dass ihr jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf seid, das zu bekommen. Also, wenn ihr es noch nicht hattet, seid einfach dankbar dafür, I guess. Und haltet euch auf jeden Fall an die Regeln. Ja, dann zu guter Letzt möchte ich einfach mal sagen, wollte ich einfach mal ein kleines Dankeschön an alle Leute raushauen, die dieses Jahr mit mir verbracht haben. Ich weiß nicht, wie viele davon das Video sehen werden, weil ich wahrscheinlich auch 20 Minuten lang pro Video um einen heißen Brei rumrede, auf 17 Minuten natürlich. Glaube ich auch nicht, dass das so viele Leute bis hier sehen werden, dass die überhaupt den Nerv dafür haben. Vor allen Dingen kein Jonas wahrscheinlich. Aber falls ihr das bis hier seht, einfach mal einen Dank, also am stärksten wahrscheinlich an den Paul, an den Jonas. Die haben das Jahr echt besser gemacht, als es sonst geworden wäre. Auch danke an Tim, Jan. Ich habe wahrscheinlich irgendwen vergessen. Die anderen Leute werden das wahrscheinlich nicht sehen, aber ich glaube, ihr fühlt euch angesprochen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mein 2020 verbessert haben könntet. Sagen wir es mal so, weil dann habt ihr es wahrscheinlich auch. Außer ihr seid mir auf den Sack gegangen, dann solltet ihr aber auch nicht unbedingt das Gefühl haben, dass ihr es verbessert habt. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Silvester. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht in 2020 mehr sehen. Also, okay, gar keine Hobbys, aber hey. 2021 kommt neuer Stuff. Bin schon daran, vieles dafür zu schneiden. 2020 möchte ich noch mehr streamen, weil ich habe hauptsächlich eigentlich nur im April gestreamt. Cool. Also ich möchte auf jeden Fall mehr streamen. Und ich möchte auf jeden Fall auch, wenn ich irgendeinen effektiven Weg gefunden habe, das Motion Tracking, wer mir funktioniert, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, viel mehr Vlogs zu machen. Aber bis dahin, schaut auf jeden Fall von meinem Instagram vorbei, da gibt es immer ein paar kleine Stories aus meinem Leben. Schaut auf Twitter vorbei, da tweete ich einfach irgendwie allen möglichen Stuff. Wenn ihr bisher geschaut habt, wie gesagt, schreibt mal bitte Hashtag 2021 in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Rutsch, oder falls ihr das in 2021 seht, was sehr viel wahrscheinlicher ist, hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Ich schlag erstmal gegen mein Mikrofon, dafür einfach mal Props an mich. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar unter das Video, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Bis dahin. Ciao.